üben hier gemeinsam mit dem Airport Neu-Hardenberg einen Flugzeugabsturz und simulieren hier also ein Einsatzgeschehen, welches auch auf Sonderlandeplätzen mit kleineren Flugzeugen, aber hier in Neu-Hardenberg besteht ja auch die Möglichkeit der Landung von größeren Flugzeugen, welches also durchaus realistisch auch passieren kann. Wir wollen hier also die Möglichkeit nutzen, die uns geboten wurde, um zum einen zu schauen, ob die örtlichen Feuerwehren, die hier entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung alarmiert werden, sich diesem Szenario stellen können und unsere Katastrophenschutzeinheiten, hier speziell die Sanitätseinheiten, hier die Möglichkeit geben, zusammen mit dem Regelrettungsdienst auch eine größere Anzahl von Verletzten tatsächlich behandeln, betreuen und dann nachher auch adäquat in die Krankenhäuser abtransportieren lassen zu können. Die Sirene geht jetzt gerade hier neu an. Alarmiert werden hier nach Alarm- und Ausrückeordnung Neu-Hardenberg, Altfriedland, Münchenberg mit dem Einsatzleitwagen, Seero als Schlossbombenfeuerwehr. Also wir haben um 9.42 Uhr hat die Übungsleitung, die Regionalleitstelle über die 112 darüber informiert, dass es hier vermutlich zu einem Flugzeugabsturz gekommen ist. Wir haben nach der sogenannten Alarm- und Ausrückeordnung alarmiert. Das heißt also, die umliegenden Kräfte werden hier als erstes gezogen. Das heißt also, die Kräfte des Amtes Seeloland, Friedland, wie zu erwarten, waren die ersten und das ist hier auch passiert. Und genau, weitere Kräfte kamen dann aus Neu-Hardenberg, Stadt Seelo, Münchenberg und so weiter. Die Eintreffzeit, das war in der Regel 10 Minuten. Das ist so in Ordnung. Natürlich kann man hier sagen, ist noch Luft nach oben, aber das würde dann quasi im Rahmen des Unrealistischen wieder gehen. Weil wir sind immer noch im Ehrenamt, das heißt also, die müssen quasi weg von zu Hause, die sitzen nicht 24 Stunden auf der Wache. In der Realität wird hier auch mit Schaummittel gearbeitet. Das heißt, die Feuerwehr Neu-Hardenberg hat im Rahmen ihrer Einsatzvorbereitung auch Schaummittel gelagert. Das haben sie auch mitgeführt. Bloß das ist jetzt eine Übungskünstlichkeit. Wir können diesen Simulator nicht mit Schaum löschen. Also der Regelrettungsdienst hat ja Hilfsfristen und müsste innerhalb von 15 Minuten hier sein. Wir gehen also davon aus, dass gegen 10 Uhr hier der Regelrettungsdienst eintrifft, der sich dann entsprechend organisieren muss, weil es sich ja um einen Massenanfall von Verletzten handelt. Und auch bei den Feuerwehren gehen wir davon aus, dass innerhalb der ersten Viertelstunde hier die ersten Einheiten eintreffen werden, die dann zur Lagererkundung vorgehen und mit der Brandbekämpfung beginnen, um zu gucken, hier die Situation zu sichern. Und dann gilt es, hier eine Einsatzleitung zu bilden, zu schauen, ob die Kräfte, die anrücken, auch ausreichen und gemeinsam mit dem Rettungsdienst hier ein Ablaufschema zu entwickeln, um hier auch allen Verletzten zu helfen. Hinterher hat jemand der Quatsch hier sein. Weil ein Flugzeug wieder hier. Brauchen wir meine Leiter, wo ist denn die schon wieder? Mann, wo ist der Kofi los? Jochen! Wo bist du? Ich kann da nicht hin, er ist da nicht. Wir gucken erst. Nein! Er war doch noch im Flugzeug! Verstehen Sie das nicht? Warum müssen Sie mich dann anfassen? Können Sie mich nicht loslassen? Also der Dank gilt ganz klar dem Landrat und dem Landkreis Märkisch-Oderland und dort seinem Fachbereich Feuerwehr, der mir sehr, sehr gut aufgestellt erscheint. Der Dank gilt der bloßen Entscheidung zu sagen, dass man ein solches Großschadensereignis hier am Flughafen Neu-Hardenberg simuliert
Und was ich aber auch sagen möchte ist, bei den Ehrenamtlichen kann man definitiv nur sagen, jeder, der sich an einem Samstagmorgen die Zeit nimmt, jeder, der den Alarmierungston, das Signal hört und sich auf den Weg macht und schnell auf den Weg macht, der im Tunnel ist und sagt, das ist mein Job, der hat meinen vollen Respekt und meine volle Anerkennung. Also die Prämisse hier bei diesem Szenario ist immer quasi die Brandausbreitung in den Innenraum zu vermeiden. Das heißt also, so lange wie möglich eine lebensfähige Atmosphäre zu schaffen. Das heißt also, im Vergleich zur Gebäudebrandbekämpfung sagt man eigentlich Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Hier ist es andersrum. Das heißt also, sie versuchen das Feuer wegzuhalten und gehen dann quasi zur Menschenrettung vor. Geht mal von der anderen Seite ran und lass die Rauschen an. Die Herausforderung hier bei diesem Szenario ist erstmal der geringe Kräfte- und Mittelansatz, die hier vor Ort am Anfang eintreffen. Das heißt also, wir haben ein Defizit zwischen Einsatzkräften, die die Verletztenversorgung durchführen können, und natürlich zwischen Verletzten. Das heißt also, wir haben hier ein Ungleichgewicht. Das heißt also, am Anfang muss ganz explizit getrennt werden, wer benötigt denn eigentlich unsere Hilfe und wer nicht. Und der entscheidende Punkt ist immer, wie schnell die ersten Fahrzeuge zur Hilfeleistung vor Ort sind. Ich habe wahrgenommen, dass nach 10 Minuten die Feuerwehr da war. Da kann ich schon sagen, und das scheint auch die erste Auswertung vor Ort zu sein, die Hilfsfristen sind eingehalten worden. Das ist extrem positiv. Sehr positiv, das kann ich auch sagen, obwohl ich natürlich kein Spezialist bin, ist festzustellen, wie sich man hier vor Ort in den unterschiedlichen Einsatzabschnitten geordnet hat. Wenn man über den Platz schaut, und das hat ja die Kamera auch so ein bisschen gezeigt, dann sehen Sie, wir haben eine relativ geordnete Situation, wo jetzt auch sozusagen dann eine ordnungsgemäße Versorgung und Abtransport in Krankenhäusern gewährleistet ist. Also eher gutes Zeichen. Insofern, als Sie fragen, Probleme, wir haben eine ganz interessante Sache hier, für mich auch neu, sogenannte Schockläufer. Das ist für mich ein Teil einer etwas ungeordneten Situation, weil man natürlich feststellt, dass immer wieder Schockläufer nicht eingeholt und nicht betreut werden. An der Stelle, glaube ich, ist das sehr, sehr ambitioniert, speziell bei einem Großschadensereignis. Und da bin ich sicher, dass in der Auswertung zeigen wird, dass man da nacharbeiten muss. Lassen Sie weg! Nein, du hast alles kaputt gemacht! In der anfänglichen Betrachtung muss man zu dem jetzigen Zeitpunkt der Übung konstatieren, dass die Anfänge zur Ordnung des Raumes und zum allgemeinen Ablauf des Einsatzes recht gut waren. Und jetzt im Verlauf zeigt sich dann doch einige Schwächen, die wir aber durchaus schon erwartet hatten. Steigt da doch schon ein, gehen wir weiter oder nicht? Ein Jochen, das Flugzeug brennt! Das ist doch nur, er sagte, 50 Minuten! Jochen! Jetzt in Ruhe! Alle, die in der Lage sind, aufzustehen! Wenn ihr alle durch! Ruhe! Alle, die in der Lage sind, aufzustehen, bitte! Aufstehen! Und hinter dem Bus gehen! Sind ihr so? Das ist kein Spaß! Aufstehen, alle! Hinter dem Bus!
In der Anfangsphase sprechen wir von der sogenannten Chaosphase. Das heißt also, es strömen viele Eindrücke auf den Einsatzleiter hier ein. Das heißt also, er ist im Grunde genommen erstmal überfordert und hat hier seinen Fokus auf die Brandbekämpfung gesetzt. Ob das nun explizit falsch war, mag ich an dieser Stelle gar nicht bewerten, weil das war seine Entscheidung. Wir müssen im Endeffekt für sich bewerten bzw. dann auch begründen. Ein Defizit bzw. der erste Mangel, der natürlich aufgetreten ist, aber der Sache geschuldet, dass wir zu wenig Einsatzkräfte hier in der Anfangsphase hatten, war natürlich die Verletztenversorgung. Gesagt wurde mir, dass es 27 Sitzplätze in diesem Flugzeug gab. Aktuell befinden sich im Bereich im Flugzeug ist wohl niemand mehr. Hilfe! So, wer mitfliegen will, wir steigen wieder ein! Wir steigen ein! Komm, wir fliegen weiter! Helfen Sie uns bitte! Mein Mann ist verbrannt! Ja, die Hilfe kommt gleich! So, wir gehen in den Flieger! Wir haben Bordbereitschaft hergestellt, wird noch nicht aufgeladen. Okay. Die drei Trupps, die da dazukommen, die kriegen auch noch jeweils einen Patienten. Und wir werden 1 bis 9 Patienten. 5 schwere Verbrennung bewusstlos. 8 SAT, 9 SAT. Werden wir als erste ins Zelt bringen. Jawohl. Die Trupps, die die transportiert haben, werden als erstes die Schutzsituation vorbereitet. Okay, das dann. Ihm wird schlechter. Ihm wird schlechter. Moment. Mein Kind wurde sie auch noch nie. Also zu meiner Linken sehen wir die scheinbar, und das ist auch ein Problem, scheinbare Patientenablage, also der Punkt, wo alle Betroffenen, Verletzten gesammelt werden. Gleichzeitig wurde hier in dieser Ablage, ich betone es nochmal, die ist offiziell so nie betitelt worden, ist die Patientenversorgung durch die ersteintreffenden Rettungskräfte übernommen worden. Zu meiner Rechten passiert der Aufbau der Behandlungsplätze, die durch die sanitätslichten Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten durchgeführt werden, die jetzt noch nicht abgeschlossen sind. Also wir sind gerade mal dabei, wenn ich das so richtig sehe, hier zur Rechten, dass der Raum, das Haus errichtet worden ist, aber die Ausstattung fehlt noch. Und das wird es im Nachhinein auch auszuwerten sein. Ist das notwendig gewesen, gerade für das, was wir auf der linken Seite sehen? Oder hätte man die nicht tatsächlich schon viel früher transportieren können? Aber das wird im Nachhinein ausgewertet. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass wir hier eine Übung gemacht haben, um diese Erkenntnisse auch gewinnen zu können. Wir haben hier seit langem mal wieder eine Konstellation, wo alle Fachdienste, also der Brandschutz, der Rettungsdienst, die Sanitätsdienste, die Versorgung, die Notfallsäure, alle wieder zusammenspielen. Polizei habe ich gerade vergessen, die kam ein bisschen später heute. Und da sind wir wieder bei dem Problem, das sind die klassischen 3 Ks, in Krisenköpfe kennen. Und hier sind Leute dabei, die kennen sich halt eben noch nicht so. Und deswegen ist die Kommunikation aus meiner Sicht hier der Punkt, wo wir als erstes ansetzen müssen, wie können wir die in den Einsatzstellen verbessern. Das, was man gerade beobachten kann, dass sie die Patienten natürlich gesichtet haben, sich bei den Patienten aber Verschlechterungen eingestellt haben und zum Beispiel eben halt auf meiner rechten Seite ein toter Patient eigentlich reanimiert wird, was hier in dem Fall eigentlich nicht richtig ist. Im Hintergrund wird höchstwahrscheinlich genau dasselbe passieren, weil da gibt es ebenso einen Reanimationspflichtenpatienten. Also wir haben hier auf der rechten Seite, da wo die Feuerwehrleute stehen, mit dem Rettungsdienstmitarbeiter. Dieser Patient ist jetzt bewusstlos geworden und eigentlich auch reanimationspflichtig. Was sie noch nicht erkannt haben oder wahrscheinlich vielleicht doch schon erkannt haben, ich weiß es jetzt nicht. Wenn sie sich dazu entscheiden, nicht zu reanimieren, ist das richtig. Auf der anderen Seite, ich gehe mal hier kurz rüber. Dieser Patient ist eigentlich ein schwarzer Patient mit einer Handamputation, der ja eigentlich tot ist und nicht reanimiert werden müsste. Aber es wird eben halt eine Trage verbraucht. Der Patient wird reanimiert. Insgesamt stehen jetzt 4 Leute für diesen einen Patienten, der für andere Patienten genutzt werden könnte. Also das ist ein Kräfteverschleiß, der unnötig ist. Auch das ist ein Klassiker, aber im Übrigen muss man hier ganz klar sagen, das ist nicht der Übung geschuldet. Das wird immer bei jedem Schadensereignis in der Größenordnung so sein, eben weil wir nicht hinreichend genug kommunizieren, weil nicht zeitlich genug erkannt worden ist, dass es ein Großschadensereignis ist und von Anfang an auch in den Dimensionen denken konnte. Und das ist das, was wir hier sehen, absolut für mich völlig normal.
dass dann irgendwann so ein Punkt eintritt, was machen wir jetzt? Ja, das sieht man jetzt so ganz gut. Da sind viele Versorgungskräfte, Rettungsdienstlerseits, die abwarten, stehen, weil Anweisung fehlt, Arbeit beendet ist. Insofern nicht untypisch, ich habe es auf der Uhr geschaut, wir sind jetzt 90 Minuten nach Erstalarm. Das ist jetzt noch nicht so schlecht. Ja, dennoch hätte man, wenn man eine Transportpriorität gesetzt hätte, wenigstens schon die ersten Schwerverletzten transportieren können. Das hätte man machen können. Dann Einheitskommando. Und wir müssen jetzt einfach nur klären, wir haben jetzt noch diverse Rote. Dort sind jetzt Grüne, die jetzt umschwenken in Gelb. Dort haben wir jetzt erstmal weitere Kräfte zur Versorgung hingeschickt. Und wir müssen jetzt klären, dass die so schnell wie möglich über die Sichtung dann in die BAP, in den BAP geht. Und in dem roten Zelt jetzt fürs Spiel passiert jetzt nichts weiter, kein Transport von Monitoring genau. Und sonst was. Genau. Wir gehen aber so weit, dass wir sagen, wir gehen dann über den Rettungshaltemittelplatz, dass wir dann die Endsichtung haben. So, dass wir dann danach so weit sind. Ohne dass ein RTW dort anhält. Korrekt. Ja, wir haben jetzt aber auch alle Rettungsmittel erstmal so weit involviert, dass auch alle mitmachen. Ja? Und wir müssen jetzt einfach nur noch klären mit der Leitstelle, welche Krankenhäuser welche Kategorien aufnehmen können. Das wäre jetzt das Allerwichtigste, was wir jetzt in der Besprechung noch haben. Und dann werden wir uns dann um die Transportorganisation kümmern, wo welcher Patient hinkommt. Und wie gesagt, zweimal rot ist ja schon weg. Also gut, dass wir, aber die gehen noch weiter weg. Also die genau. Gehen nicht in die Klinik, UKW ja. Oder das wäre jetzt quasi unser nächster Step. Herstellung, Transportorganisation nach Sichtung und Behandlung. Also wir haben es jetzt 11.42 Uhr. Wir haben ja um 9.42 Uhr die Meldung der Regionalleitstelle übermittelt, dass es sich hier um einen Flugzeugabsturz handelt. Und jetzt, zwei Stunden später, können wir also sagen, dass die Brandbekämpfung durch die Feuerwehren, die hier alarmiert worden sind, durchgeführt worden ist und tatsächlich auch alle Patienten, die es zu versorgen galt, versorgt wurden. Man sieht wahrscheinlich im Hintergrund, dass die entsprechenden Zelte des Behandlungsplatzes jetzt auch gebaut worden sind, die Sichtung hier durchgeführt wurde und die Patienten hier durch den Rettungsdienst und auch durch die entsprechende Sanitätseinheit des Katastrophenschutzes jetzt nochmal behandelt wird und dann in die Krankenhäuser verbracht wird. Verbesserungspotenzial bzw. Nachsteuerungsbedarf haben wir quasi bei den ehrenamtlichen Angehörigen ja immer, speziell jetzt hier auch bei uns festgestellt bei der Notfallseelsorge. Das heißt also, wir haben festgestellt, dass wir von 10 aktiven Einsatzkräften, die wir haben, niemand eigentlich zur Verfügung stand. Die Feinauswertung zum ganzen Medizinischen erfolgt ja durch den Rettungsdienst. Das, was wir sagen können, ist, dass die Zusammenarbeit hier gut funktioniert hat. Auch die Sprachbarrieren zwischen den deutschen Feuerwehrangehörigen und den polnischen Kollegen im Rettungsdienst waren nachher nicht so groß, weil es sich nachher um die Sache gehandelt hat und die Kollegen da sehr gut miteinander klargekommen sind. Also uns als Kreisverwaltung hat es zum einen gezeigt, dass wir uns auf unsere freiwilligen Feuerwehren, die wir im Landkreis haben, und unsere Katastrophenschutzeinheiten verlassen können, wenn es darauf ankommt. Wir haben hier bei der Übung zum einen gucken können, ob die Alarm- und Ausrückeordnungen so funktionieren. Und wir hatten hier innerhalb von einer Viertelstunde die erst eintreffenden Einheiten, die also auch relativ rasch mit der Brandbekämpfung angefangen haben. So wie wir es einschätzen, auch mit einem vernünftig taktischen Vorgehen, wie man hier zur Flugzeugbrandbekämpfung vorgeht. So dass wir also im Bereich des Brandschutzes hier ein sehr positives Feedback ziehen. Sicherlich gibt es die eine oder andere Sache, wie zur Ordnung des Raumes oder zur Struktur einer Einsatzstelle noch auszuwerten. Aber genau dafür machen wir ja solche Übungen. Ja. Bei den Katastrophenschutzeinheiten war uns ja von Anfang an klar, dass die Anfahrtswege, die wir hier im Landkreis haben und die Alarmierungszeiten dazu führen, dass sich der Einsatz doch über einen längeren Zeitraum ziehen wird. Das ist auch realistisch. Wir hatten die Katastrophenschutzeinheiten daher schon vorab in einem Bereitstellungsraum alarmieren lassen. Und auch hier können wir sagen, dass die Einheiten in der entsprechenden Stärke hier vor Ort sind und ihren Job hier gut gemacht haben. Also die Einheit ist jetzt prinzipiell erstmal in den letzten Zügen. Das heißt also, die Brandbekämpfung wurde beendet.
Und wir befinden uns jetzt quasi in der letzten Phase, das heißt hier im Behandlungsplatz 25. Das heißt also, wir sind gerade in der Überführungsphase, Behandlung und dann direkt ins Krankenhaus. Also mein Eindruck ist, dass das sehr geordnet ablief. Die Altfriedländer waren ja sehr schnell hier, die waren die Ersten, die hier waren. Wir haben hier ein Zusammenwirken der verschiedensten Kräfte und ich bin sehr froh, dass dieses Zusammenwirken, so wie ich es hier erlebt habe, auch tatsächlich dann wirkt. Niemand möchte solch einen Ernstfall. Ich denke aber, wir sind für den Ernstfall gut gerüstet. Und mein Dank gilt an alle, die ehrenamtlich tätig sind, die hier heute sind. Wir haben heute festgestellt, es ist ein Samstag. Damit sind die alle gut einsatzfähig. Wir als Politik, sowohl im Bund, im Land als auch im Kreis, müssen uns aber überlegen, ob wir nicht doch Teile des Ehrenamtes ins Hauptamt switchen, weil sonst sind die Bereitschaften zum Beispiel in der Woche nicht mehr gesichert. Es wird dazu auch eine Blaulichtkonferenz von mir geben, wo wir diesen Punkt zum Beispiel mit bearbeiten. An dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank an alle, die sich hier heute mit eingesetzt haben, die hier heute tätig waren. Ich bin sehr dankbar, solche Feuerwehren, solche Hilfsorganisationen in meinem Kreis mit solchen aktiven Menschen zu haben. Die Signale zur Brandbekämpfung waren in Ordnung. Die Kümmer haben die Ausgabe müssen. Wir würden bei der Ausgabe.